Paulus schreibt an die Galater. Ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus. Gottes Kind sein. Als Kinder vertrauen wir unseren Eltern. Wir vertrauen ihnen, auch wenn wir in Zeiten des Trotzes unsere Eltern blöd finden. In der Zeit der Pubertät sind die Eltern peinlich. Und trotzdem wissen Kinder, auf unsere Eltern können wir uns verlassen, ohne Wenn und Aber. Wir sind Gottes Kinder, weil Gott uns Menschen gemacht hat. Aber mehr noch, er bietet uns an, dass wir mit ihm einen Bund haben können. Er bietet uns an, für uns da zu sein. Durch den Glauben seid ihr Gottes Kinder. Glauben, das bedeutet Vertrauen. Wenn ihr Gott vertraut, wenn ihr euch ganz auf ihn einlasst, dann seid ihr Gottes Kinder. Von Gottes Seite aus steht dieser Bund nicht in Frage. Er hält zu uns Menschen, denn er liebt uns so, wie Eltern ihre Kinder lieben. Von unserer Seite aus trauen wir Gott zu, dass er sich um uns sorgt. Vertrauen wir ihm? Kommen wir mit unseren Zweifeln, mit unseren Fragen, mit unserem Klagen und mit unserem Lob zu ihm? Er bietet uns an, dass wir seine Kinder sein können. Aber wenn wir Gottes Kinder sind, dann hat das Folgen für unser Leben. Im übernächsten Satz schreibt Paulus: Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wenn wir uns als Kinder Gottes begreifen, dann sind die anderen Menschen unsere Geschwister. Unterschiede, die wir gerne machen, zählen dann nicht mehr. Es zählt nur noch, wir gehören zusammen. Wir sind miteinander verbunden. Wir sind Gottes geliebte Kinder. Und auch die, die uns das Leben manchmal schwer machen, die uns fremd sind, die so ganz anders sind als wir, auch die sind Gottes Kinder. Amen. Komm, Herr, segne uns, dass wir uns nicht trennen, sondern überall uns zu dir bekennen. Nie sind wir allein, stets sind wir die Deinen. Lachen oder weinen wird gesegnet sein. Der Herr segne dich
und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen.